Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Vertraue deinen Leuten. Vertraue dir selbst. Vertraue auf den Sieg. Alle Herzen vereint. Wir schaffen das zusammen. Ein neuer Weg für die Kolonie Mühe. Sie sind so stark geworden. Noch beeindruckender ist, dass sie nicht nur auf den Sieg bedacht sind, sondern ihren Blick auf die Zukunft fokussieren. Ich muss ja sagen, ich bin schon irgendwie ein bisschen stolz auf sie. Hey, wollt ihr euch unserer Diskussion nicht anschließen? Kommt schon. Wir haben da ein paar Fragen zu euren Ouroboros-Kräften. Na gut, wir sind da, um zu helfen. Es geht nicht nur ums zu helfen. Wir sind doch alle Freunde, oder nicht? Ihr seid Teil des Teams, deshalb solltet ihr auch an der Diskussion teilnehmen. Wenn wir das zusammen schaffen wollen, sollten wir das auch zusammen planen. So sieht's aus. Okay, auf geht's. Hurra! Hey, was ich noch sagen wollte. Ich bin wirklich froh, euch getroffen zu haben. Was soll denn jetzt die plötzliche Gefühlsduselei? Daran ist nichts plötzlich. So habe ich schon immer empfunden. Und ich verspreche euch, auch weiterhin mein Bestes zu geben. Nice. Kolonie Mühs, Kampfgeist. Rank up. Nice. 600 haben wir bekommen. Ja, das ist alles schön, Tyon. Aber haben wir jetzt noch... Wir müssten noch irgendwo theoretisch... Ja... Wir müssen noch irgendwo theoretisch Missionen haben. Theoretisch. Alter, Tyon. Was ist mit dir? Der labert die ganze Zeit da irgendwas. So. Did you miss me, Army Friends? Army Friends. Tja, es gibt aktuell keine Mission hier. Das heißt, für diese Mission wird ein bestimmter Held benötigt. Ja, Sigiri! Die wollte ich sowieso im Team haben. Deswegen passt das sehr gut. Was ich mich noch hier frage ist... Wie viele... Also es fehlt ja nur noch eine, ne? 18 von 19. Das heißt, wir haben irgendwo entweder einen verpasst oder... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Können wir noch irgendwas hier abgeben? Nö. Nicht wirklich. Jetzt haben wir wieder diesen fetten Robo dabei. Ich muss noch was gucken. Dark. Okay, kein Fragezeichen. Bis auf hier. Das ist halt der Wetterfrosch. Oder Wetternoper, besser gesagt. Dann können wir hier hin.
And now we know things. Got some useful intel out of that. Ja, das waren ein paar Infos. Habe ich schon mit dir geredet? Best buy only what we've budgeted for. Oh, du hast Talend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 
Aber diese Soldaten wurden hier nicht zum Spaß eingesperrt. Die haben einiges auf dem Kerbholz. Dieser Toma und seine alte Freundin Xera und dazu dann noch Yodo, dieser Hitzkopf. Die drei haben so eine Art Einverständnis. Richtig verschworen haben die sich. Ich sag's euch, wie Pech und Schwefel. Was willst du damit sagen? Glaubst du, wenn wir sie freilassen, stellen sie irgendwas an? Anstellen? Wenn's nur das wäre, hätten wir echt noch Glück gehabt. Um ehrlich zu sein, wundert es mich, dass die noch nicht auf dem Schafott gelandet sind. Wenn wir sie eh nie freilassen wollen, wäre es dann nicht besser, die Sache ein für alle Mal zu erledigen? Ein für alle Mal erledigen? Du meinst eine Exekution? Willst du etwa sagen, dass sie das verdienen für ihre Taten? Und was sagt Zika dazu? Ihre Behandlung bleibt ganz dir überlassen. Ganz dir überlassen? Am Arsch! Hallo, gib mir gefälligst irgendeine Anweisung, du Sack! Okay. Uff, Entschuldigung, muss das kurz loswerden? Wollt ihr sie sehen? Wenn das wirklich so hoffnungslose Fälle sind, die beißen uns aber nicht die Finger ab, oder? Keine Angst, sie stecken immer in der Zelle. Mit Eisenstangen und so. Okay, komm mit, ich stell euch vor. Riecht's hier auf einmal nach starken Kriegern? Oder hat bloß jemand seine Hose zu lange nicht gewechselt? Das ist also der große Bösewicht, von dem du gesprochen hast. Ganz genau, er ist der Hauptschuldige. Seid ihr, um uns rauszuhauen? Oder wollt ihr uns die Hälse abschneiden? Ich sag's euch, wir könnten euch noch nützlich sein. Ich hab mich noch nicht entschieden, mach mir keinen Druck, klar? Und ihr seid die Bande, die als Schluss befreit hat, oder? Na kommt schon, eine faire Runde, ihr gegen uns. Wie bitte? Wenn wir gewinnen, lasst ihr uns frei. Und bevor ihr das falsch versteht, wir zetteln nicht gleich ein Gemetzel an. Xera ist meine beste und älteste Freundin. Und Yodo, den kenne ich erst von hier, aber der ist auch aus gutem Holz geschnitzt. Eines Tages würden wir gerne mal wieder Frischluft schnuppern, so alle drei zusammen. Also, wenn wir denn gewinnen. Und wenn wir gewinnen? Schätze, dann habt ihr die Wahl. Lebenslange Einzelhaft oder braucht ihr ein paar Lakaien? Was ihr euch ausdenkt, machen wir mit. Also, ich weiß ja nicht. Die sind doch angeblich knallharte Kriminelle. Da können wir die doch nicht einfach mal so über ihr Schicksal entscheiden. Ja, ist schon gut. Ich übertrage euch hiermit sämtliche Vollmachten und all das Zeug, solange ich nur aus dem Schneider bin. Na, geht noch. Klingt nach einem Deal. Also lasst uns endlich anfangen. Was machen wir jetzt? Ruhig, Blut. Komm mal wieder runter und lasst den guten Leuten hier Zeit, sich zu entscheiden. Klingt gut. Lass mich nur nicht allzu lang warten. We have some new names registered. Okay. So that's the state of affairs. Willst du uns verraten, aus welchem Grund du hier eingesperrt wurdest? Was interessiert's euch? Wenn ich euch jetzt eine rührselige Story erzähle, wollt ihr dann nicht mehr mit uns kämpfen? Das kommt ganz auf die Antwort an. Wie du willst. Ich sitze wegen Massenmord. Das war's. Kein großes Mysterium. Ein klarer Verstoß gegen das Militärrecht. Rückblickend betrachtet war ich wohl ziemlich aufmüpfig und darum dem Konsul ein Dorn im Auge. Aber egal, wollt ihr jetzt kämpfen oder einer nicht? Entscheidet euch mal. Toma. Ich hab schon alles gehört. Das war doch ihr, mit denen Toma geredet hat, oder? Ja, das waren wir. Erzähl uns doch bitte, warum du hier einsitzt. Naja, ich hab einen Container gesprengt, in die Luft gesprengt, den wir geborgen hatten. Darüber war der Bergungstrupp logischerweise nicht sehr erfreut. All die schönen Vorräte waren futsch. Und warum springst du einfach irgendwelches Zeugs in die Luft? Ist doch egal, kämpft ihr jetzt mit mir oder nicht? Ich bin sofort bereit, wenn ihr wollt. Sagt Bescheid. Okay. We have some new names registered. Warum bist du hier eingesperrt worden? Ich? Naja, aus verschiedenen Gründen. Als ich im Inspektionsamt gearbeitet habe, habe ich mal eine Information verschwinden lassen. Aber das musste ich tun. Hier drin ist es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich mit Toma und Xera zwei gute Freunde kennengelernt habe. Aber so langsam will ich auch mal wieder raus und daher bin ich auch bereit, um meine Freiheit zu kämpfen. Okay. Der scheint noch der normalste von denen zu sein. Bläh. Ob ich euch mehr zu Zika erzählen kann? Aber klar, gerne doch. Es ist nur zu wirklich viel zu erzählen, gibt's da eigentlich nicht. Außer vielleicht, dass er seine Pflichten sehr ernst nimmt. Bei den Vorgesetzten stand er auch immer gut da. Hat sich einige Auszeichnungen verdient, wenn ich mich recht entsinne.
We have some new names registered. Also, was machen wir? Wollt ihr gegen sie kämpfen oder nicht? Ich brauche noch Zeit. Das mache ich noch nicht sofort. Ich muss erst mehr über die herausfinden. Ich habe gehört, Yoda soll vielleicht wieder freikommen. Dabei hat er Informationen über Caps verschwinden lassen und so ein großes Chaos ausgelöst. Ich finde, er sollte weiter sitzen. Aha. Er hat Informationen über Caps verschwinden lassen. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? Thomas soll während einer Schlacht mit Kevis ein Kriegsverbrechen begangen haben. Er war ein ausgezeichneter Leftist-Pilot, heißt es, der allerdings manchmal Probleme damit hatte, Befehle zu befolgen. Sunda kann sich nicht entscheiden, ob sie ihn entlassen soll oder nicht. Ich bin strikt dagegen. Ihr seid alle dagegen. So, Gondor, das ist meine eigentliche Mission, die ich eigentlich machen wollte. Gondor, wir müssen mit dir... Jetzt nicht, ich habe gerade schon genug um die Ohren. Was beschäftigt dich denn genau? Beschäftigt ist echt die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich reiß mir den Arsch auf und kommt nichts dabei rum. So ein paar dämliche Scherzkäte sind nämlich wie aus dem Nichts aufgetaucht und haben sich im Gefängnis breit gemacht. Das Gefängnis wird besetzt? Das nenne ich mal mieses Timing. Witzigerweise sind wir hier, weil wir mit dir über das Gefangenlager sprechen wollten. Die Sache ist die. Ihr wollt jemanden im Lager einquartieren? Mann, ihr habt sie ja echt nicht mal. Aber mir soll's recht sein. Vertreibt die Typen, die das Lager besetzen, dann könnt ihr darin anstellen, was ihr wollt. Das würde uns echt helfen, aber geht das auch in Ordnung, Gondor? Hast du die Autorität, das einfach so zu entscheiden? Wen kümmert's? Macht einfach. Ich hole euch später die Erlaubnis. Wenn ihr dieses nervige Problem für uns löst, würde man euch vermutlich eh jeden beliebigen Wunsch erfüllen. Echt jetzt? Muss ja wirklich eine mega lästige Angelegenheit sein. Tja, überzeugt euch einfach selbst davon. Also, dann werdet ihr schon sehen. Also kommen wir ins Geschäft. Okay. There's been changes to colony relations. So, wir müssen uns aber nochmal ganz kurz hier ein bisschen besser umschauen. Aber hier sind keine weiteren Informations. Ist natürlich schlecht. Hallo, Tyon. What the fuck? Hier ist nichts. Da hinten ist auch gar keine Treppe, ne? Hier ist halt auch einfach gar nichts irgendwie, ne? Das ist halt, ja, leer. Okay, Karte des Zielgebiets. Ja. Moin. Da gibt es auf jeden Fall einiges. Wir müssen hier hin. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Zum schrägen Aufzug. Mir jetzt erstmal die Informations holen. Hier gibt es auch welche, aber da hinten glaube ich auch, ne? Na komm, ich gehe zuerst zu dem hier. Dana. Xera, ja, die kenne ich. Damals war ihr Name in aller Munde. Sie war mit ihrer Einheit für die Bergung von Vorräten zuständig. Darüber hinaus war sie eine echt fähige Soldatin. Bei Bergungstrupp brauchen sie gute Leute wie Xera, denn es passiert oft, dass der Feind unsere Container ins Visier nimmt. Auch wenn der Bergungstruppe die Nachschubabteilung nicht an der Front stehen, geht es da trotzdem oft heiß her. Bevor die Vorräte dem Feind in die Hände fallen, müssen sie manchmal zerstört werden. Solche harten Entscheidungen sind dann nötig. So ein Einsatz ist kein Zuckerschlecken, man weiß nie, was passieren wird. Oh,
Dann könnte sie die am normalsten Person sein. Weil, wenn sie wirklich nur irgendwelche Vorräte vernichtet hat, damit sie nicht dem Feind in die Hände fallen, ist ja noch so akzeptabel. Geheimdienstlein. Thomas ist jemand, der sich immer um seine Kameraden gekümmert hat. In einem Kampf gegen Kelps wäre seine Einheit beinahe ausgelöscht worden. Er hat dieser Ehre einfach seinen Posten verlassen und den Feind so zugesetzt, dass seine Leute sich zurückziehen konnten. Okay. Sounds like a scoop. Interessant. So. Yoda hat zu verantworten, dass wir im Kampf gegen Kevis die Chance verloren haben, ihr Lager zu überrennen. Ich weiß nicht, was ihn dazu veranlasst hat. Er hat sich damals standhaft geweigert, sich zu rechtfertigen. Okay. Ist ja im Grunde nichts Schlechtes, ne? We'll head to another level. Hey, da ist ja noch jemand. Ich muss nochmal mit dir reden. Ah, ihr wollt also mehr über Seeker erfahren? Ich kenne ihn ziemlich gut, da wir Teil desselben Teams waren. Damals war er ganz anders als jetzt. Ein ziemlicher Langweiler, der sich selbst und seine Arbeit viel zu ernst genommen hat. Seit die Uhr zerstört wurde, ist er sehr viel besser darin, die Initiative zu ergreifen. Ich mag ihn jetzt jedenfalls lieber als vorher. So that's the state of affairs. Alter, wie langsam dieser Aufzug ist. Ciao. Dauert mir zu lang, der Aufzug. Hat halt wirklich extrem lang gedauert. So. Du da, Grovoch. Yodo, der war im Nachrichtendienst. Einer meiner Untergebenen. Eines Tages hat er Informationen über ein Lager, das Kevis aufgeschlagen hatte, einfach verschwinden lassen. Mit diesen Infos hätte die Gefechtseinheit Kevis mit einem Überraschungsangriff schlagen können. Aber so haben wir die Schlacht verloren. Die Verluste waren zwar überschaubar, aber warum Yoda das getan hat, ist ein Rätsel. Interesting news. Ah, warte, er hat noch was. Seeker, ich habe gehört, er ist gut mit dem Kommandeur aus Lambda befreundet. Die beiden kennen sich schon ziemlich lange. Natürlich war er früher Teil der Aufsichtsbehörde. Das ist es kein Wunder, dass er Freunde in hohen Positionen hat. Okay. Kriegen wir die Informations gedroppt. Ich habe gehört, das Mail, das ein Vorratscontainer in die Luft gejagt hat, kommt eventuell frei. Ob das gut geht? Sie meinte zwar, sie hätte das nur für Agnes getan, aber es fällt mir schwer, das zu glauben. Hm. Weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich davon halten soll. Du hier eigentlich so ganz alleine hier draußen? Hä, Kaye? Kaye? Wir würden gerne mehr über Xeras Vergangenheit erfahren. Hä, wieso das? Xera ist doch... Na egal, ihr werdet schon eure Gründe haben. Also, Xera war früher hier im Bergungstrupp. Sie hat sich einen Namen als fähige Soldatin gemacht. Sie war nicht auf den Kopf gefallen. Aber eines Tages ist was passiert, als wir einen abgeworfenen Vorratscontainer einsammeln wollten. Ihr habt wahrscheinlich schon gehört, sie hat den Container in die Luft gejagt. Damit waren die Vorräte natürlich verloren. Dabei war kein Kevis ja weit und breit. Keine Ahnung, warum sie es getan hat. Der Konsul meinte, Xera würde eine Rebellion anzetteln wollen und hat sie deshalb ins Gefängnis geworfen. Okay. Seeker sagte, er wollte kein böses Blut zwischen uns und den Verlorenen und dass er die Situation verbessern möchte. Er meinte, es muss einen Weg gehen, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Er wüsste nur noch nicht wie. Sehr gut. Sounds like a scoop.
die Musik. Was sich im Lager geändert hat, das werden wir jetzt erfahren. Wait, please. Multiple heat sources detected. Lifeforms are inside. Okay. Was für Funknormal ist das denn? Wie sollen wir da jetzt reinkommen? Wer nun alles in der Welt könnte das Gefangenenlager auf diese Weise abgeriegelt haben? Aha, das war ich. Ach, er. Ich glaube, es geht los. Der Hansel lebt ja noch. Was hast du hier zu suchen? Du stellst vielleicht blöde Fragen. Ich bin der Oberwärter. Ich gebiete über dieses Gefängnis. Das Schloss mag fallen und die Welt zugrunde gehen. Aber dies ist und bleibt mein Reich. Hier bin ich der absolute Herrscher. Nahahaha. Was ist denn mit dem los? Deinen Worten und Taten mangelt es an fundamentaler Logik. Stelle Hypothese auf. Ursache könnte geistige Verwirrung sein. Wir können ihm ja den Schädel einschlagen und uns darin mal umsehen. Die Zerstörung einer Flammenuhr ist ein Kapitalverbrechen, das solltet ihr doch wissen. Doch ihr sollt wissen, dass ich sehr großzügig sein kann. Kniet nieder und winselt um Gnade, dann werde ich euch vielleicht hereinlassen. Geht zurück in mein Reich und werdet wieder Insassen. Wir werden uns prächtig verstehen. Klingt das nicht herrlich? Allmählich begreife ich, weshalb Gondo so froh darüber war, diese Angelegenheit an uns abtreten zu können. Ja, das sieht mir nach einem echt ätzenden Problem aus. Ich frage mich, ob es nicht irgendeine andere Möglichkeit gibt, in dieses Lager zu gelangen. Ja, gibt es. Senna, verwandle dich bitte. So, Lüftungsschacht kennen wir natürlich schon. Ach so, ja. Stimmt. Hier. Wir sind ja einmal schon mal hier reingekommen. Hui! Jetzt sind wir wieder hier drin. Ah, diesmal müssen wir hier raus. Was denkst du noch? Es sind keine Wärter zu sehen, also können wir hier weiter. Jo. Damit haben wir den zweiten Lüftungsschacht auch endlich geöffnet. Wärterbereich. Ah. Oh, wir sind jetzt oben. Stimmt. Hier waren wir ja noch nie. Cool. Hier waren wir wirklich noch nie. Nice. Die haben die Türen alle aufgemacht. Ja. Ach so, wir müssen darum. Ah, hier kann man gar nicht weiter. Nervig. Ich dachte, man könnte da trotzdem irgendwie an der Seite. Okay, das heißt, wir waren schon richtig. Das war ein Fehler. Scheiß drauf. Ja, wir laufen einfach weg. Ja, hier kommen alle. Moin.
Was sehen meine Augen hier? Tja, wir haben dich ausgedreht. Jetzt gib schon auf und... Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns. Bis dahin, haut rein und tschüss.